Die zweiten LEV-Awards hier im Triesersaal haben stattgefunden heute Abend. Bei uns der Präsident vom Liechtensteiner Fußballverband, der Reinhard Weiser. Weiser, wie waren Sie zufrieden mit den Ausgezeichneten? Es war sehr schöner Abend, sehr unterhaltsam, sehr würdevoll, hat mir sehr gut gefallen. Auch die richtigen drei nominierten Trainer des Jahres, Nachwuchsspieler und Fußballer des Jahres geworden? Ja, da kann man natürlich immer diskutieren, aber ich glaube, Trainer war sicher unbestritten. Nachwuchsfußballer hätte man sich auch den Sandro Wieser aus meiner Sicht vorstellen können. Und beim Fußballer des Jahres hätte aus meiner Sicht auch der Peter Jähle gute Chancen gehabt. Jetzt habt ihr das zweite Mal den LEV-Award durchgeführt nach dem letzten Jahr. Wie zufrieden ist man da mit der Durchführung auch? War ja wieder eine tolle Veranstaltung. Ich finde es sehr schön, gut organisiert, sehr schönes Publikum, gute Atmosphäre, ausgezeichnet. Also das wird man nicht einschlafen lassen, sondern weiterführen, denke ich mal. Auf keinen Fall, das geht weiter. Ja, Martin Stockglaser, Titelverteidiger gewesen, Sportler des Jahres. Den Preis wieder gewonnen, kann man stolz sein, oder? Titel erfolgreich verteidigt, ja. Nein, ich bin mega stolz, weil es ist eine Bestätigung für das ganze Jahr. Und ich glaube, als Mannschaftssportler, wenn man eine Einzelehre kriegt, ist man dann, kann man umso stolzer sein. War eigentlich ja fast ein bisschen klar, nach der Vorrunde, die du mit Riedau gespielt hast. Nationalmannschaft immer tipptopp dabei. Ja, hast du da auch mit gerechnet vielleicht? Ja, klar ist nicht, weil schlussendlich wählen Zuschauer, der noch gewisse Sympathie hat. Und als Gremium jeder hat andere Ansichten, aber ich glaube schon, dass ich stolz bin auf meine Leistung, dass ich auch ein gutes Jahr hinter mir habe. Und deswegen habe ich darauf gehofft, aber gerechnet habe ich nicht damit. Ja, Erik Ore, erstmal herzlichen Glückwunsch, Trainer des Jahres. Wir hatten heute früh schon kurz darüber gesprochen, hast gesagt, naja, dir wäre es nicht so recht, wenn du die Auszeichnung gewinnst. Nein, ich bin natürlich irrsinnig froh. Ich habe aber gedacht, ich bin noch nicht so lange im Land. Aber natürlich ist es eine Riesenehre, wenn die Arbeit schon jetzt anerkannt wird und von so verschiedenen Fachmenschen, Fachnasen, sage ich mal, dann so beurteilt wird, dass ich jetzt Trainer des Jahres geworden bin. Ja, David Hassel, erstmal Glückwunsch zur Titelverteidigung. Zweites Mal Nachwuchsfußballer des Jahres. Tolle Sache, oder? Ja, sehr. Ich freue mich natürlich, dass ich das zweite Mal gewonnen habe. Und eben, wie gesagt, ich habe eine starke Konkurrenz gehabt. Und von dem her freut es mich natürlich umso mehr, dass ich gewinnen konnte. Ja. Trotzdem macht eine ganz coole Sache, coolen Eindruck. Wie ein alter Fuchs. Mein zweites Mal ist da letztes Jahr mit dem Opa, mit dem Gebhard Öhrig zusammen gewesen. Ja, letztes Jahr bin ich ein bisschen nervöser gewesen, ja, aber man gewöhnt sich daran. Nein, ja, jetzt, eben, wie gesagt, man gewöhnt sich an so Sachen. Und, von dem her ist, ja, ich würde nicht sagen, dass es schon normal ist, aber ja, man wird halt auch älter. Ja. Das war es also von den LEV Awards 2011 hier im Triesner Saal. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, erwarten da auch wieder tolle Leistungen unserer Liechtensteiner Fußballer und auf Wiedersehen.